knapp 125 Kilo. Also ein gutes Kilo leichter als auf dem letzten Wettkampf. Ich habe absolut kein Körpergefühl. Ich fühle mich nicht hart. Nur nicht prall. So ganz okay, aber jetzt gucken wir uns erstmal diesen an. Jetzt gesehen, wir haben gerade den finalen Formcheck gemacht, den Morgen-Formcheck. Bedeutet, es ist Showday. Ich habe sehr gut geschlafen, hervorragend geschlafen, habe heute Nacht nochmal gegessen, wie gewohnt eigentlich. Und bin jetzt beim Frühstück vorbereiten. Wir nehmen euch heute natürlich mit. Nino habt ihr auch gesehen, der steht heute Nachmittag um 16, 17 Uhr auf der Bühne. Bei mir geht es irgendwie zwischen 10 und 12 los. Dementsprechend gibt es erstmal fix Frühstück, damit das System auch schön voll bleibt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Ich gönne mir jetzt meine kleine Kreation und zeige es euch, wenn sie fertig ist. Da ist es, wunderschön. 20 Gramm Mandelmus, 120 Gramm Instant Rice Pudding, 100 Gramm Apfelmus, das habe ich eigentlich vergessen. Die steht da. Bisschen für the taste. Und damit das Ganze auch im System ankommt. Hier wird natürlich zusammen gefrühstückt. Geht schon los hier. Das kennen wir doch. Yes, endlich wieder Farbe. Wie fühlst du dich? Sehr gut. Sehr gut. Kann endlich losgehen, ne? Ja. Morgen. Heute war super. Prall auf, vorn steht. Schaut super aus. Ja. Also, ist der kalt? Was? Ist der kalt? Ganz minimal. Ja, ein bisschen. Also es ist hier ein bisschen kalt, oder? Ja, es zieht halt wie so ein Vogelhäusl, gell? Ja. Und das merkst du. Das ist absolut Next Level, Tobi. Also jetzt, wo er postet, sieht es nochmal anders aus. Das ist wirklich geil, oder? Den Bauch so hast, wie er es jetzt gehabt hat. Endlevel. Endlevel. Es war jetzt auch kein einziges Mal der Unterbauch mehr raus. Du kannst es. Ich dresch dir was auf die Kinne hoch. Versprechst du, mir ist das wurscht. Heute, ich schieß was drauf. Ich bin so angepisst. Ich sag's dir, ich bin so angepisst, wenn du das nicht magst. Nein, nicht. Du kannst das. Thank you.
Next one. 593. Arben Bakus. Ich habe leider versucht, den Automaten auf Spanisch zu bedienen. Heißt das? Was ist da drin? Ja, das ist die Frage. Probier mal. Sherry? Ist das Sherry? Sehr künstlich, oder? Also sehr, sehr, sehr künstlich. Ich habe so ein bisschen was gehört, wir durften leider nicht in der Halle filmen. Deswegen gab es da wohl nicht so viele Aufnahmen. Dritter Platz ist es geworden. Nicht das, was ich wollte, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob ich sie hätte heute gewinnen können. Der Erstplatzierte war wirklich stark. Zweiter wäre vielleicht drin gewesen mit einer besseren Präsentation. War nicht ganz zufrieden mit meiner Präsentation. Ja, man muss sich einfach selber versuchen zu reflektieren und sich auch Fehler einzugestehen, um daraus zu lernen und besser zu werden. Ja, dritter Platz, wie gesagt, nicht ganz zufrieden. Aber the show must go on. Und da hinten. Das ist immer so ein Klassiker, ne? Man cheatet nach dem Wettkampf und da kommt Stefan und Matze um die Ecke. Eigentlich waren wir beide auf Steak mit Pommes oder Kartoffeln oder sowas. Du warst nur auf Steak, ne? Mhm. Ja. Ricky hat Angst um ihre Form, weil wir heute Abend auf Pizza essen gehen. Ich habe keine Angst um meine Form. Stefan hat gesagt, ich soll Gas geben. Form sitzt, Körperfett ist runter. Und ja, ihr könnt euch vorstellen, ihr kennt mich, ich lebe und liebe Bodybuilding. Das ist einfach bei mir drin. Ich mache das ja, aus Spaß, aus Freude an der Sache. Dementsprechend geht es weiter. Heute Abend setzen wir uns zusammen, gucken uns den IFBB-Kalender an. Und ich versuche euch natürlich in dieser Saison noch eine goldene Medaille in die Kamera zu halten. Das ist das Ziel, das ist mein Ziel, mein Anspruch. Dementsprechend genießen wir jetzt den Burger. Mr. Cheesy. Jetzt gibt es einen schönen, ungesunden, geilen, leckeren Burger, so richtig schön voll gesifft, so wie ein Burger sein muss. Ich bin ein absoluter Five Guys und In-N-Out-Fan. Wie gesagt, nicht ganz zufrieden, aber die Form hat gesessen. Der Kampfrichter hat gesagt, es ist eine Frage der Zeit, es ist so kurz vor knapp. Ich habe alles, hat er gesagt, was ich brauche, um zu gewinnen. Jetzt kommt es nur auf die Konkurrenz an und man kann hin und her schieben. Ist immer so eine Aussage, ich finde die immer schwierig. Man weiß nicht, entweder gewinnt man oder man gewinnt nicht. Heute habe ich nicht gewonnen. Nächstes Mal geht's weiter. So, jetzt gibt's Burger. Das erste bisschen Farbe ist runter. Die Top-Down-Farbe gefällt mir wirklich sehr gut. Ich weiß nicht, ob man das hier so sieht. Ist sehr, sehr gut abgegangen. Einmal gepeelt, einmal schön geduscht. Wir haben noch kurz einen Wocheneinkauf gemacht für morgen und übermorgen, weil morgen ist hier alles zu. Und ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund sieht. Ich übernehme mal die Kamera. Oh, Vlog-Style, die guten alten Zeiten. Wer kennt die schönen Vlogs noch? Wer möchte mal wieder Vlogs sehen? Fragezeichen. Auf jeden Fall sind wir angekommen bei unserem Alicante-Lieblings-Italiener. Wir waren schon viermal, glaube ich, hier essen. Es ist wirklich hervorragend, absolute Empfehlung. Generell in der Altstadt kann man brutal gut essen, kann ich empfehlen, Alicante. Man kann gut trainieren, das Wetter ist gut, schöne Apartments, gutes Essen, schön zum Rumlaufen und Spaß haben. Ja, ich zeige euch kurz das Essen. Und dann melden wir uns heute auch schon ab, denke ich mal. Es sei denn, wir machen noch einen richtigen Chaosabend, aber das sehen wir später. Ansonsten danke ich euch allen für den Support. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Zusehen, danke fürs Klicken, danke fürs Kommentieren und danke fürs Teilen. Und jetzt gönnen wir uns diesen wunderschönen Salat. Oh, Mr. Zack. Guck mal, ich habe mich hier extra hübsch gemacht mit langer Hose. Und da ist mein Focaccia. Und Insta-Story muss ich noch fertig machen.